Ich begrüße herzlich mein zweites Panel. Ich beginne rechts mit Professor Jörg Rocholl, Präsident der European School of Management and Technology. Roland Berger, Gründer von Roland Berger, wir wissen es alle. Kai Konrad, Direktor des Max-Planck-Instituts für Steuerrecht und öffentliche Finanzen. Und Professor Peter Huber, das Bundesverfassungsgericht. So, herzlich willkommen. In unserer zweiten... In unser zweites Panel führt Herr Professor Rocholl ein. Darf ich bitten? Ja, liebe Frau Flick, aber jetzt gibt es auch mal für Sie eine Überraschung. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass wir 10 Jahre Convoco feiern. 10 Jahre hat uns Corinne Flick aus den Tiefen des Finanzverfassungsrechts im Verfassungszimmer von Herrn Chiemsee hier nach Salzburg geführt und uns Jahr für Jahr mehr angehalten, interdisziplinär zu diskutieren. Dieses Jahr hatten wir sogar die Herausforderung, mit einer Medizinerin uns verständigen zu dürfen und zusätzliche Einblicke zu erhalten. Liebe Frau Flick, mit einem ganz großen Aufwand betreiben Sie mit einem jährlichen Vorlauf dieses Forum von Convoco. Sie veranstalten die Lectures von Convoco und Convoco ist bis zu einem gewissen Grad Ihr Leben. Wir alle möchten uns bedanken für diesen Einsatz und würden sagen, auf die nächsten 10 Jahre. Ich danke Ihnen. So eine Überraschung. Vielen Dank. Danke. 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 Oh mein Gott. Komm, Roland, zu dir 10 Jahre. Komm, Herr Professor Huber. Also, danke. Danke. Also, danke. Ich bin sehr überrascht und auch gerührt. Also, und ja, ich sage danke Ihnen allen, weil wir sind Convoco, wir alle. Die Überraschung ist gelungen. So, Herr Professor Rocher. Ja, vielen Dank. Es fällt in gewisser Weise jetzt schwer, nach den völlig berechtigten Feierlichkeiten wieder zum Thema der Wirtschaft zu kommen. Insbesondere fällt es schwer, angesichts der Breite und Tiefe der Diskussion, die wir über die letzten 24 Stunden hatten, auch nur einigermaßen dieser Breite und Tiefe gerecht zu werden. Ich möchte daher mich auf 3 Punkte konzentrieren, 3 Punkte besprechen, die Teil unserer Diskussion waren und die insbesondere zeigen, dass das Thema Unterlassen eine sehr große Bedeutung für das Thema Wirtschaft, für die Wirtschaft, für die Unternehmen, aber auch für den Staat in der Interaktion mit der Wirtschaft hat. Der erste Punkt ist das, was Ökonomen unter dem Begriff der Zeitkonsistenz zusammenfassen. Es geht vereinfacht gesprochen darum, dass ich glaubwürdig darstellen muss als Staat, dass ein Versprechen, das ich heute gebe, auch in der Zukunft ein Versprechen ist, an das ich mich gebunden fühle. Als Beispiel, wenn ich zum Beispiel als Staat Rechtssicherheit für ein Unternehmen verspreche, das heute eine Investition tätigt, dann muss ich auch morgen bereit sein, diese Rechtssicherheit zu garantieren und mich nicht opportunistisch zu verhalten. Das heißt, nicht zu versuchen, vielleicht eine bessere Situation, die sich in der Zukunft ergibt, für mich auszunutzen. Konkret kann man das zum Beispiel feststellen bei Investitionen in Ölfeldern, wo Staaten, nachdem sie zunächst eine Investitionsentscheidung unter bestimmten Konditionen zugesagt haben, in der Zukunft dann durch Nachsteuerung, das heißt tatsächlich durch höhere Besteuerung, einen höheren Ölpreis abgeschöpft haben. Die Frage ist hierbei, wie kann man sicherstellen, dass in dieser Situation, die offensichtlich dazu führt, dass in der Zukunft es zu höheren Erträgen des Staates kommt, verhindert wird, dass nicht, wenn Unternehmen das schon von Anfang an wissen, also wenn sie von ex ante schon wissen, dass es diese Nachsteuerung geben kann, dass sie ganz darauf verzichten, eine Investition zu tätigen, sodass also dieses Nachoptimieren des Staates letztlich zum Nachteil des Staates ist, weil er weitere Investitionen unterbindet. Ein ähnliches Beispiel, das in den Wirtschaftswissenschaften in diesem Zusammenhang besprochen wird, ist das Problem der
Frage oder der, die Frage der Abhängigkeit, Unabhängigkeit der Zentralbanken. Denn es könnte ja eine große Versuchung sein für den Staat, seine Zentralbank dazu zu veranlassen, die Zinsen zu senken, die Währungskurse in eine bestimmte Richtung zu manipulieren oder zumindest in eine richtige Richtung zu bewegen. Und das könnte durchaus in der gegebenen Situation einen Vorteil mit sich bringen, aber es könnte langfristig großen Schaden mit sich bringen, weil es dann zum Beispiel zu höheren Inflationserwartungen und ähnlichen Folgen kommen könnte. Also das heißt, die Frage des Unterlassens spielt hier eine ganz zentrale Rolle, weil der Staat sich Gedanken darüber machen muss, wie er unterlassen kann, um langfristig bessere wirtschaftliche Voraussetzungen zu schaffen. Eine Frage, die sich insbesondere stellt, ist, wie kann man Institutionen schaffen, die dieses Unterlassen zumindest annähernd garantieren können. Ein Weg wäre zum Beispiel die Überlegung über unabhängige Zentralbanken. Das ist Punkt 1. Der zweite Punkt, in dem geht es darum, dass Unterlassen auch für Unternehmen eine große Rolle spielt. Das hat sich insbesondere durch die Finanzkrise noch mal deutlich gezeigt. Denn Unternehmen haben durch ihr Handeln, und das wurde ja vorhin auch schon angesprochen, im volkswirtschaftlichen Sinne auch externe Effekte hervorgerufen für andere Teilhaber der Gesellschaft, der Politik, auch des Staates. Das heißt, in dem Augenblick, in dem zum Beispiel Banken nicht mehr in der Lage waren oder Kapitalgeber von Banken nicht mehr in der Lage waren, einzelne Banken zu retten, sind häufig Hilfsmaßnahmen seitens des Staates notwendig gewesen. Andere Akteure sind also betroffen worden von den Entscheidungen in der Wirtschaft, was dazu geführt hat, dass was man so als License to Operate, also als Betriebserlaubnis von Unternehmen beschrieben wird, dass diese Betriebserlaubnis vielleicht nicht mehr in dem Umfang gewährt wird, wie sie noch vor einigen Jahren gewährt wurde. Dass also das Handeln von Unternehmen, vielleicht aber auch das Handeln eines marktwirtschaftlichen Systems sehr viel kritischer betrachtet wird, als es vor einigen Jahren der Fall war. Also die Frage hier, wie können Unternehmen zum Beispiel durch eine gesteigerte soziale Verantwortung, Stichwort Corporate Social Responsibility, wie können sie sicherstellen, dass ihnen auch in Zukunft die License to Operate gewährt wird, dass die Gesellschaft also bereit ist, den Unternehmen und der Wirtschaft das Vertrauen entgegenzubringen, das diese Unternehmen und die Wirtschaft benötigen, um zu operieren. Der zweite Punkt, der mit diesem zusammenhängt, als Konsequenz der Finanzkrise hat der Gesetzgeber eine Reihe von regulatorischen Anforderungen erstellt, die inzwischen fast nicht mehr überblickbar sind. Es gibt also Dutzende von regulatorischen Anforderungen auf nationaler, auf internationaler Ebene, die versuchen, das Geschehen von Unternehmen einzudämmen. Die Frage, die sich hier stellt, ist, sind alle diese Vorhaben tatsächlich zielführend oder kann es auch sein, dass einige dieser Vorhaben weit über das Ziel hinaus schießen, dass es zu einer Hyperaktivität kommt, dass also Gesetzesvorhaben nur deshalb durchgeführt werden, um zum Beispiel einem politischen Impuls zu folgen, einer öffentlichen Wahrnehmung zu folgen, die vielleicht gar nicht durch die empirische Evidenz gedeckt ist. Um es in einem Satz auszuführen, den Herr Huber von Montesquieu zitiert hat, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, ist es notwendig, ein Gesetz nicht zu machen. Also die Frage, inwieweit kann es dort eine Aktivität des Staates geben. Warum sind diese beiden Punkte so wichtig? Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt. Der Blick nach vorne zeigt, dass es große Herausforderungen gibt, vor der die Gesellschaft, die Wirtschaft steht, ohne die jetzt alle zu nennen und ohne natürlich auf die Einzelheiten jedes Einzelnen einzugehen. Themen wie demografischer Wandel, Klimawandel, Digitalisierung, auch die Frage, wie Unternehmen auf diese Digitalisierung reagieren, aber auch Fragen der sozialen Ungleichheit sind Themen, die Ideen benötigen, die Innovation und Wettbewerb benötigen, um sie zu adressieren. Das Entscheidende dabei ist, dass diese Innovation, dass dieser Wettbewerb basiert auf der Energie, der menschlichen Energie, die eingesetzt wird, um diese Innovation zu ermöglichen. Und jetzt aufgepasst werden muss, dass durch eine zu starke staatliche Anordnung, vielleicht auch durch ein zu weites Entziehen der Verantwortung des Wirtschaftssektors, diese Innovationen nicht in dem Umfang zustande kommen, letztlich dadurch auch diese Möglichkeit beschränkt wird, die großen Herausforderungen der nächsten Jahre anzugehen. Ein Stichpunkt, das hier immer wieder genannt wird, ist das der Adaptionsfähigkeit, dass also eine Gesellschaft in der Lage sein muss, so schnell und flexibel reagieren zu können auf Herausforderungen, die heute noch nicht oder noch nicht vollständig in allen Perspektiven bekannt sind.
Wenn man es also zusammenfasst, und das ist vielleicht so die Frage für die Podiumsdiskussion, würde ich es in einem Satz zusammenfassen oder sagen wir mal einen Satz mit zwei Teilsätzen. Die Frage ist, wie kann der Staat es unterlassen, über Gebühr in die Wirtschaft und in Unternehmen einzugreifen? Und andersrum, wie können es die Unternehmen unterlassen, eben diesen Staat über Gebühr und nicht nur den Staat, sondern auch die Gesellschaft über Gebühr in Anspruch zu nehmen? Vielen Dank. Wer möchte auf die letzte Frage von Herrn Rocholt antworten? Herr Huber? Ich würde einfach mal den Anfang machen. Herr Koryot hat ja ein bisschen den Stand des Grundrechtsschutzes in Deutschland beklagt und gemeint, dass er nicht so gut sei. Ich glaube, die Grundrechte sind immer noch ein Instrument, das den Staat jedenfalls daran hindert, an dem rechtsstaatlichen Verteilungsprinzip. Im Prinzip gilt die Freiheit. Und wenn der Staat interveniert, bedarf er dafür der Rechtfertigung, festzuhalten und es auch durchzusetzen. Es gibt eine Fülle von Entscheidungen. Wolfgang Schön hat gerade im Steuerrecht, wo ist er da, eine rückwirkende Regelung zu Fall gebracht, die auch berechtigtes Vertrauen, von dem Sie gesprochen haben, geschützt hat. Und insofern diesen Ausgriff in die Zukunft, von dem wir heute Morgen diskutiert haben, im Hinblick auf das Vertrauen sichergestellt hat. Insofern glaube ich, dort, wo wir grundrechtsberechtigte Unternehmer und natürliche Personen, Lebensversicherungsinhaber und Ähnliches haben, Energieversorger, die in Atomkraftwerke investiert haben, gibt es durchaus erprobte und funktionierende Mechanismen, um das Vertrauen in die Abwesenheit von einer übermäßigen staatlichen Regulierung sicherzustellen. Ob man dafür dann Schiedsgerichte braucht, wie bei TTIP, darüber kann man streiten. Ich würde meinen, auch unsere herkömmlichen, traditionellen Instrumente helfen dabei. Das wäre jetzt keine Pauschalantwort, aber es wäre jedenfalls ein Instrument, mit dem man dieser Frage begegnen könnte. Ich wüsste noch ein paar andere auch, aber ich will da nicht alleine reden, das kann ich ja nachher erzählen. Ja, wenn ich was sagen darf zu dem Thema, ich denke, vernünftiges Wirtschaften kann nur unter Rechtssicherheit stattfinden. Auf der anderen Seite hat Wirtschaft eine dienende Funktion für unsere Gesellschaft. Das heißt, Wirtschaft ist dazu da, die Bürger mit Diensten und Gütern zu versorgen, zu bestmöglichen Preisen und höchstmöglichen Nutzen. Das geschieht, wie wir zumindest erfahren mussten in den letzten Jahrzehnten, am besten unter marktwirtschaftlichen Bedingungen. Aber nicht mit der reinen Marktwirtschaft, mit laissez-faire, sondern speziell die Erfahrungen, die wir in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts gemacht haben und gesellschaftlich akzeptierten, aber den Markt nicht außer Kraft setzenden Rahmenbedingungen. Ein Thema dabei ist Machtmissbrauch, also Sicherstellung des Wettbewerbs, Verhinderung von Monopolen, von Monopolbildungen und damit das ganze Thema Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen jeder Art, Verhinderung von Monopolen, die am Ende fortschrittsfeindlich sind. Ein zweites Thema ist, denke ich, das Thema Verteilung. Wir müssen sicherstellen, wenn unsere Wirtschaft, unsere Wirtschaftsform, unsere Marktwirtschaft, die Wirtschaft auf Dauer die Akzeptanz unserer Bürger, unserer Gesellschaft haben will, müssen wir verhindern, dass zu starke Diskrepanzen in der Einkommensverteilung, in der Vermögensverteilung und den daraus sich ergebenden Folgen stattfinden. Ein drittes Thema möchte ich noch anschneiden, der technologische Fortschritt, der letztlich die enorme Wohlstandsexplosion, muss man ja sagen, in den letzten 200 bis 250 Jahren zustande gebracht hat, so etwa bis 1750 war das Bruttoinlandsprodukt weltweit in etwa gleich groß, Bruttoinlandsprodukt pro Bürger, der Wohlstand.
Das war eine Gesellschaft ohne jeden technischen Fortschritt. Seitdem es technologischen Fortschritt gibt, seitdem es Innovationen gibt, seitdem hat sich die Qualität der Güter explosionsartig verbessert. Güter und Dienstleistungen sind gleichzeitig billig geworden durch Produktivitätsgewinne und die Verteilungsmöglichkeiten dieser wirtschaftlichen Wohltaten sind erheblich gewachsen. Das hat auf der Welt zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattgefunden. Zuerst im Vereinigten Königreich, dann parallel etwa in Kontinentaleuropa und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und es gab immer wieder Versuche, das Thema Wettbewerb einzuschränken. Das Thema Wettbewerb einzuschränken, indem man etwa versucht hat, planwirtschaftliche Systeme zu installieren. Die Versuche sind alle am Ende fehlgeschlagen, weil sie es verhindert haben, dass der wissenschaftliche Fortschritt sich in konkrete, bessere, funktionstüchtigere und gleichzeitig preiswertere Güter umsetzen haben lassen und gleichzeitig auch verhindert haben, den organisatorischen Fortschritt, der am Ende zu mehr Produktivität und damit zu höheren Einkommensmöglichkeiten der Bürger geführt hat. Das können Sie heute auf der Welt beobachten, indem Sie die unterschiedlichen Einkommensniveaus der unterschiedlichen Wirtschaften dieser Welt sehen. In China etwa findet das Industriezeitalter seit 1950, will ich jetzt mal sagen, statt, in Europa eben 200 Jahre vorher. Und eine der Folgerungen ist, dass in China das Einkommen pro Kopf in etwa bei einem Fünftel von dem in Europa liegt. Also es hat sich erwiesen, dass Unternehmen, wenn sie frei handeln können und sich dabei an die Vorstellungen von Moral und Werten einer Gesellschaft halten, dass sie langfristig in einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft am besten zum materiellen Wohlstand der Bürger und damit natürlich auch letztlich der Gesellschaft beitragen können. Deswegen ist es so wichtig, dass einerseits staatliche Rahmenbedingungen, Gesetze Wettbewerb sichern, auf der anderen Seite aber auch, dass Wettbewerb in bestimmten Regeln abläuft. In bestimmten Regeln abläuft, die Machtmissbrauch verhindern. Nicht alles wird man durch Gesetze regeln können, sondern viel wird mit Werten, mit Moral, mit Zurücknahme von Möglichkeiten, Gewinne zu maximieren, zusammenhängen, Macht zu brauchen, zusammenhängen. Insofern ist eine funktionierende Marktwirtschaft eine spezifische Mischung aus sicheren rechtlichen Rahmenbedingungen, auch über Zeitabläufe, und gleichzeitig einem Mindestmaß an gesellschaftlichen Konsens über Werte, Regeln, Moral, die einzuhalten sind. Und zwar sowohl von Anbietern wie von Nachfragern, wie vom Regulator, letztlich vom Machtausüber dem Staat. Okay, ja, Konrad. Da würde ich sehr gerne anknüpfen. Wo ich sagen muss, diskutieren lässt sich immer am besten, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt und die Leute die gleiche Sprache sprechen. Wir sind in der unangenehmen Situation, dass wir zwar alle die gleiche Sprache sprechen, dass wir aber ziemlich einheitlicher Meinung sind. Das ist sozusagen ein schlechter Ausgangspunkt für eine interessante Diskussion. Deswegen, was macht man in so einem Fall? In so einem Fall sucht man sich den Gegner außerhalb des Podiums. Und das mache ich jetzt auch mal. Wir haben nämlich, ich darf Ihnen berichten, wir haben in den letzten anderthalb oder an dem letzten Tag auch zur Frage diskutiert, ob das Unterlassen von Wachstum vielleicht eine der edelsten Pflichten ist, denen wir nachfolgen sollten. Das klingt ja zunächst mal ganz plausibel und hat in Deutschland auch unglaublich starke Unterstützer. Nicht zuletzt hat es eine Enquete-Kommission gegeben, die mehr oder weniger das ganz gut fand. Sie haben in Frankreich die Situation, dass der
Staatspräsident, führende Nobelpreistragende und andere Ökonomen eingeladen hat, mit dem Ziel, gewissermaßen statt dem Bruttoinlandsprodukt in Frankreich das Glück der Bevölkerung zum Wohlstandsindikator zu machen. Das ist schön, wenn man weiß, dass das Glück auf Einkommenswachstum oder Senkung langfristig gar nicht so richtig sensibel reagiert. Das heißt, da kann man in der Politik eigentlich alles Mögliche machen. Wenn man den Leuten dann auch noch die Drogen freigibt oder irgendwie welche anderen Glückshormone in die Bevölkerung hineinjagt auf medientechnischem oder anderer Weise, dann kann man also diesen Indikator enorm pushen. Also es gibt da Strömungen, es gibt auch in Deutschland, wie gesagt, die OKID-Kommission, aber es gibt auch das Buch zu dem Thema von Herrn Miegel und so weiter. Also das gibt doch immerhin einen Gegner außen, auf den wir dann mehr oder weniger doch einmal mit großer Einmütigkeit uns eingeschossen haben und gesagt haben, diese Form des Unterlassens ist eigentlich keine gute Idee. Jörg Rocholl hat das schon ein bisschen in seiner Einführung erwähnt. Ich glaube, der Kerngedanke, es waren zwei Kerngedanken, die ganz wichtig waren. Der eine ist der, den Roland Berger gerade schon angesprochen hat. Für den Frieden in einer Ökonomie ist es von entscheidender Bedeutung, dass es subjektiv empfundene Einkommensdynamik gibt. Dass subjektiv das Gefühl besteht, berechtigt oder unberechtigt, wir wissen, die USA ist nicht so dynamisch wie andere Teile in Europa, was die Einkommensdynamik angeht, aber die Leute haben dort offenbar sehr stark das Gespür, das Gefühl, dass es diese Einkommensdynamik gibt. Das schafft sozialen Frieden und wie wir auch herausgefunden haben in der Diskussion, es schafft eine Befürwortung eines marktwirtschaftlichen Systems und setzt damit Wirtschaftsdynamik frei. In einer Welt, in der das Wachstum blockiert wird, geht aber das Streben der Menschen nicht mehr danach, selbst mehr zu schaffen, sondern es geht danach, von dem vorhandenen Kuchen mehr zu bekommen. Und damit ist sozusagen die Grundlage für den gesellschaftlichen Konflikt in einer solchen Situation gelegt. Aber das ist der erste Grund, den sich Wachstumsgegner ganz klar machen müssen. Sie haben es dann mit einer anderen Gesellschaft zu tun, in einer Gesellschaft, die vielleicht auch noch eine Ellenbogengesellschaft ist, in der es aber nicht mehr darum geht, voranzukommen, sondern richtig gegeneinander. Und der zweite Punkt, der uns zum Bewusstsein gekommen ist, warum das diese Form des Unterlassens keine gute Idee ist, ist, dass es eine Idee, die eigentlich von Thomas Schelling ist, dem Nobelpreisträger, dem wir eigentlich das Gleichgewicht des Schreckens verdanken in der Spieltheorie, der aber trotzdem in seiner Nobelpreisrede nicht über das Gleichgewicht des Schreckens geredet hat. Das hat er seinen Kollegen Aumann überlassen, über solche Fragen, über Krieg und Frieden zu reden. Er hat über Klima geredet und er hat gesagt, die Klimaherausforderung, die wir haben auf der Welt, die will ich nicht leugnen. Die ist groß und die ist da. Und überhaupt haben wir große Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Die können wir nur meistern, wenn unsere Gesellschaft drei Dinge mitbringt. Erstens, die technologischen Möglichkeiten, der Herausforderung zu begegnen. Dazu brauchen wir technologischen Fortschritt. Das ist das A und O. Zweitens, wir brauchen clevere Menschen, die in der Lage sind, diese Technologien umzusetzen und einzusetzen, anzuwenden. Und wir brauchen die Ressourcenkraft in der Ökonomie. Wir brauchen die Kapazitäten, die es uns erlaubt, zu reagieren. Diese drei Dinge müssen zusammenkommen und schaffen das, was er Adaptionsfähigkeit einer Gesellschaft und einer Wirtschaft genannt hat und was die zentrale Antwort auf große Herausforderungen in der Gesellschaft sind. Und auch Sie sehen, wo es eben klemmt, wenn wir Wachstum blockieren. Aber jetzt habe ich zu lange geredet. Nein, gar nicht. Herr Huber. Ja, Herr Konrad war so nett, den Gegner sozusagen jenseits des Podiums zu suchen. Ich probiere mal hier ein bisschen zu provozieren und würde sowohl was zu Herrn Rocholt als auch zu Herrn Berger sagen. Zentralbanken, hat Herr Rocholt gesagt, sei ein Instrument, sozusagen Berechenbarkeit und sozusagen Verlässlichkeit sicherzustellen. Erstaunlich ist allerdings, dass es nicht so richtig funktioniert in der Praxis. Jedenfalls gibt es Streit darüber und man kann ganz unabhängig davon, wie man das rechtlich beurteilt, zumindest sagen, dass das Aufgabenportfolio auch unserer Europäischen Zentralbank sich in den letzten 2 bis 3 Jahren deutlich ausgeweitet hat. Ich war vor
3 Wochen in Rom und saß mit Giulio Amato am Tisch, als der Zentralbankrat verkündet hat, dass sie jetzt ein Mittelstandsförderungsprogramm und ein Familienförderungsprogramm auflegen, was über die Banken ausgeteilt wird. Und da sagte er, Peter, ist das nicht eine tolle Sache? Und da habe ich gesagt, Giulio, mag sein, aber früher haben wir dafür Familienministerien und Wirtschaftsministerien gehabt und keine Zentralbank. Will sagen, funktionieren tut der Gedanke nur, wenn der Schuster bei seinen Leisten bleibt und sagen, das Aufgabenportfolio entsprechend eng ist. Zu Roland Berger würde ich sagen, ich unterschreibe alles, was er gesagt hat, zur regelorientierten sozialen Marktwirtschaft. Auch hier stellen wir allerdings fest, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, funktionieren die Regeln nicht. Dann werden Banken wie die HAE und die Commerzbank, die eigentlich in die Insolvenz gehen müssen, gerettet, weil man die sozialen Kosten einer Insolvenz nicht tragen möchte, die Rezession nicht in Kauf nehmen will, was ich gut verstehe, ich kritisiere das gar nicht. Ich sage nur, die Regelorientierung unserer Marktwirtschaft würde vielleicht auch erfordern, dass man wirklich ein hartes Rückgrat hat und die negativen Konsequenzen tragen möchte. Und ob wir dazu bereit sind, bin ich mir nicht so ganz sicher. Das führt mich auch zu dem ersten Podium, die Helmpflicht und den Raucher diskutiert haben. Da ist gesagt worden, klar, Freiheitsentfaltung und die Lebensversicherung kostet auch nicht mehr als die Krankenversicherung. Aber in dem Augenblick, wo wir den kranken Raucher da haben, der seine Behandlung nicht mehr zahlen kann, glaube ich nicht, dass unsere Gesellschaft es hinnehmen wird, dass der zum Vegetieren auf der Straße verurteilt wird. Das heißt, die Solidargemeinschaft wird, unabhängig davon, ob das eine verantwortliche Entscheidung war oder nicht, durch öffentlichen Druck, durch moralische Empathie und andere Instrumentarien letztlich gezwungen werden, das zu übernehmen. Ich habe keine Antwort darauf. Ich stelle nur fest, unter der Belastung und unter einer großen Belastung funktioniert die regelorientierte soziale Marktwirtschaft nur in Grenzen. Ich könnte jetzt auch andere Beispiele bringen zur Begrenzung der Verschuldung und Ähnliches, was nicht funktioniert. Es hängt, glaube ich, auch mit unserer Erwartungshaltung zusammen, mit der Erwartungshaltung unserer Gesellschaft und mit dem sozialen Frieden, den Roland Berger als Thema angesprochen hat, warum wir dann, wenn es hart auf hart kommt, vielleicht doch bereit sind, von den allgemeinen Regeln abzuweichen. Ja, meine Replik ist in gewisser Weise enttäuschend, also zumindest enttäuschend für den Zweck der Diskussionsführung, weil mein Punkt gar nicht so sehr von Ihrem abweicht, sondern letztlich deckungsgleich ist. Wenn ich über diese Unabhängigkeit gesprochen habe, beziehe ich mich da vor allem auf die Situation vor der Finanzkrise. Die feste Überzeugung, dass unabhängige Zentralbanken im Hinblick auf ihr eigentliches Ziel, die Wahrung der Preisstabilität, besser abschneiden als diejenigen, die stärker unter der Rigide der Finanzministerien oder der Politik stehen. Da, wo ich jetzt das Thema des Unterlassens vor allem sehe, ist, dass Zentralbanken Möglichkeiten haben, die vielleicht nicht unbedingt mit ihrem Mandat, mit ihrem ursprünglichen Mandat zusammenhängen, die sie aber dennoch ergreifen können, um alle möglichen anderen Ziele mit abdecken zu können. Angefangen von Finanzmarktstabilität, Stabilität eines Währungsraums, Versorgung der Kredite oder Sicherstellung der Kreditversorgung für verschiedene Segmente der Unternehmen. Und das große Problem, was sich daraus ergibt, ist, dass der kurzfristige Nutzen, der dadurch erzielt wird, aufgewogen wird oder vermutlich sehr stark dadurch mehr als aufgewogen wird durch die langfristigen Risiken, die dadurch entstehen. Wir sehen ja jetzt schon die ersten Folgen der Blasenbildung. Wir sehen jetzt schon die Frage, ob all die Unternehmen, die Kredite verlangen, auch tatsächlich Kredite bekommen sollten, weil es keine richtige Prüfung dort gibt. Wir sehen jetzt schon die Frage, ob Kapitalströme tatsächlich genau dahin fließen, wo sie auch hinfließen wollen oder ob sie nicht eher gelenkt werden. Also in dem Sinne ist das Unterlassen hier zunächst natürlich erstmal eine rechtliche Frage. Ist das halt innerhalb des Mandats möglich? Wenn es da Fragen gibt, aber auch eine Frage, ob dieses Unterlassen nicht deshalb notwendig ist, um langfristig die Unabhängigkeit für das eigentliche Ziel, also für die Wahrung der Preisstabilität, sicherzustellen. Wenn ich das kurz ergänzen darf oder etwas ausweiten darf, die Tatsache, dass
eine Zentralbank nur für Preisstabilität oder primär für Preisstabilität zuständig ist, ist ein Erbe der Deutschen Bundesbank, dass, jetzt sage ich mal Gott sei Dank, dass die Bundesregierung sozusagen in die Geburt des Euro mit eingebracht hat, eine Zentralbank in oder die Bank of England oder die Zentralbank der Vereinigten Staaten von Amerika hat ein viel weiteres gehendes Mandat. Die haben durchaus das Mandat, Wirtschaftswachstum sicherzustellen, sich um ein funktionierendes Wachstum und dessen Verteilung zu kümmern, sich um Beschäftigung zu kümmern. Es gibt ganz unterschiedliche Zentralbankmodelle. Wir haben in Europa die Europäische Zentralbank hat das Modell der Deutschen Bundesbank übernommen, was relativ gut funktioniert hat. Und das war sozusagen den Preis, den die Deutschen einfordern konnten, um dem Euro beizutreten. Heute, wenn Sie nach Frankreich gehen oder wenn Sie nach Italien gehen oder nennen wir diese beiden großen Länder, dort ist man ganz allgemein der Meinung, dass es ein Fehler war, sich auf dieses enge Mandat der Zentralbank, nämlich nur der Preisstabilität verpflichtet zu sein, zu einigen und dass man eigentlich tunlichst dem Handlungsmodell der Federal Reserve in Amerika oder der Bank of England folgen sollte, was den Zentralbanken sehr viel mehr Möglichkeiten einräumt, in den Wirtschaftsablauf, in die Kreditkreisläufe durch aktive Staatsfinanzierung und Ähnliches einzugreifen. Also es ist eine europäische Situation, und Herr Huber hat natürlich völlig recht, wir sind in einer europäischen, im Rahmen des Euro, in einer europäischen Rechtsgemeinschaft, und da, denke ich, hat die Europäische Zentralbank in der Tat zumindest die Grenzen ihres Mandats erheblich ausgetestet, wenn nicht gar überschritten. Aber ich glaube, heute würde von den 18 Mitgliedsländern der Eurozone wahrscheinlich nur eine kleine Minderheit von vielleicht 3 oder 4 noch bereit sein, ein so enges Mandat für die Europäische Zentralbank zu unterschreiben. Also mit anderen Worten, einen Vertrag von Maastricht zu unterschreiben, wie er der europäischen gemeinsamen Währung zugrunde liegt. Heute würde man mit Sicherheit auf den damaligen Deal mit anderen Worten nicht mehr eingehen. Und das ist heute die eigentliche Auseinandersetzung im Rahmen der Eurozone, was Stabilität anbelangt, was Wachstum anbelangt, was Beschäftigung vor allem und Beschäftigungsverteilung anbelangt. Wenn Sie, ich kenne ja alle die Zahlen, Spanien 26-27% Arbeitslosigkeit, davon 52-56% Jugendarbeitslosigkeit. Man kann sich ja die sozialen Spannungen vorstellen, die dadurch entstehen, und das ist ja nicht nur Spanien. Also ich denke, wir haben ein Problem, wir haben ein Thema, aber es ist nicht, es war unser Wille, dieses enge Mandat einmal zu akzeptieren, aber unser ist lange nicht mehr alle 18. Ja, ich glaube, wir sind wirklich bei dem Thema Zeitkonsistenz. Genau. Ich glaube, dass die Mitgliedsgründungsstaaten der Eurozone ganz gut gefahren sind mit der Gründung der Europäischen Zentralbank in den ersten Jahren, wenn man sich die Zinsentwicklung in den ersten Jahren anguckt, die Windfalls, die in diesen Ländern gemacht wurden, sowohl was die Staatsverschuldung angeht, als auch was die Unternehmensrefinanzierung angeht, muss man sagen, das waren goldene Zeiten, die damals stattgefunden haben. Und in dieser Zeit haben sich diese Staaten oder in dieser Vorphase haben sich diese Staaten für dieses Modell entschieden und haben die jahrelang die Vorteile dieses Modells vollständig ausgeschöpft. Und wie das halt mit der Zeitkonsistenz so ist, die Welt verändert sich, die Umstände verändern sich. Unter anderen Umständen sind für einen persönlich andere Entscheidungen optimal. In der gegebenen Situation mag man möglicherweise in Italien und Frankreich einen anderen Vertrag geschlossen haben und möchte den möglicherweise auch nachverhandeln. Und ein Ökonom ist, glaube ich, dieser Überlegung auch niemals abhold, dass er sagt, das ist alles
in Stein gemeißelt. Und ein Ökonom kann sozusagen diese selbstbindenden Verträgen auch immer sehr viel abgewinnen und kann auch über eine Ausweitung des Mandats der Zentralbank irgendwie nachdenken. Aber er kann es eigentlich nur in Verbindung mit einer Reform der Governance-Struktur dieser Institution selbst. Denn diese Institution selbst, das sollten wir uns in Erinnerung rufen, ist angetreten mit diesem sehr engen Mandat. Und die politische Entscheidungsstruktur innerhalb der Europäischen Zentralbank ist gemacht für dieses enge Mandat. Sie ist nicht gemacht für eine auseinanderdriftende Eurozone, die kaum divergierender sein könnte, als wir sie im Moment sehen, in der natürlich die Nationalismen und die nationalen Vor- und Nachteile unterschiedlicher Zentralbankpolitik ins Gremium der Europäischen Zentralbank hineinwirken und dort nach ganz bestimmten Stimmmustern abgehandelt werden. Und dafür war die Europäische Zentralbank eben nicht konzipiert. Das heißt, wenn man diesen Vertrag neu verhandelt, das kann man ja tun, aber dann muss man wahrscheinlich auch über die Governance-Struktur dieser Institution komplett neu nachdenken. Also ein Thema dieser Governance-Struktur wäre dann, dass man sagt, nicht jedes Mitgliedsland hat sozusagen eine Stimme in der Zentralbank, in der Europäischen Zentralbank, sondern möglicherweise müssen dann die Stimmrechte auch nach den potenziellen Opfern, die zu bringen sind, zum Beispiel um die Währung oder um die europäische Wirtschaft zu stabilisieren, sich ausrichten. Dann müsste man sozusagen absichern, dass das Land, das möglicherweise am meisten bezahlt für eine allfällige Rechnung, dass dieses Land auch entsprechend anderes Stimmengewicht hat, was heute nicht der Fall ist. Herr Huber. Ich wollte jetzt eigentlich nicht über die EZB Nein, die ganze Zeit reden. Nein, weil wir wollen hier zurück zum Thema des Unterrichts. Ich wollte eigentlich nur das als eines von mehreren Beispielen bringen, dass unsere Vorstellung von einer regelorientierten Marktwirtschaft, in denen es grundsätzlich freiheitliche Entscheidungen der Unternehmer gibt, an Grenzen stößt, wenn es sozusagen hart auf hart kommt. Herr Berger hatte vorhin gesagt, dass man dann auf Werte und Moral sozusagen zurückgreifen können sollte, was mir einleuchtet. Ich frage mich allerdings, ob in einer Gesellschaft, das betrifft auch ein bisschen den Vortrag, den wir gehört haben, die sich zunehmend pluralisiert, um nicht zu sagen atomisiert, wo das die Gruppenbildung, die Kooperationen, von denen unser Referent gesprochen hat, immer schwieriger werden, weil die Gesellschaft die Kohärenz und die Homogenität nicht mehr hat, wie sie sie früher gehabt hat, ob man da viel Vertrauen reinsetzen kann. Als Wishful Thinking würde ich sagen, prima. Es wäre gut, wenn wir nicht alles durch Recht, sondern durch das tut man nicht, hat es vorhin geheißen, regeln könnten. Mein Eindruck, meine Beobachtung der Realität ist allerdings, dass das, was man nicht tut, sagen im Bestand immer geringer wird. Und eine Diskussion unter Juristen ist, wenn wir uns auf sonst nichts mehr verständigen können, dann bleibt halt nur die Regel. Ja gut, Sie haben ein zweites Thema noch angeschnitten, nämlich das Thema der Bankenrettung oder überhaupt der Staatsfinanzierung von Unternehmen, die irgendwo in Schwierigkeiten geraten sind und die man trotzdem rettet und mit allen möglichen, mit allen möglichen allgemeinpolitischen Anliegen, die nicht unbedingt den Grundregeln der Marktwirtschaft entsprechen. In der Tat hätte man, wenn man das Prinzip, der das Risiko eingeht, soll das Risiko auch verantworten und soll die Folgen des Risikos auch verantworten und soll die Rechnung dann bezahlen, hätte man natürlich bei der Bankenrettung, die Sie erwähnt haben, in Europa, also speziell in Deutschland, Sie haben zwei konkrete Banken genannt, es gibt ja noch ein paar mehr, die Geld bekommen haben, auch die Landesbanken, by the way, bei der Bankenrettung hat man einfach oder musste man einfach wegen der Systemrelevanz der Banken für das gesamte Wirtschaftssystem und für dessen Stabilität oder dessen überhaupt Überleben, musste man einfach ad hoc um einen Schaden für das Gemeinwohl abzuwenden, musste man vom
Prinzip Risiko und Verantwortung, Risiko und Verantwortung abweichen und damit natürlich damit ist man natürlich mit der Thematik Moral Hazard konfrontiert. Aktionäre oder privilegierte Gläubiger von Banken wurden sozusagen gerettet, haben ihr Vermögen retten können, obwohl die Banken per se nicht überlebensfähig waren. Das ist in der Tat einer der Verstöße, die sich unsere Marktwirtschaft nicht allzu oft leisten sollte, sonst verliert sie ihre öffentliche, ihre moralische, ihre gesellschaftliche Akzeptanz. In der Tat versuchen ja auch die neuen Regeln, die für Banken eingeführt werden, zumindest dort die Verantwortung für Eigentümer und für Gläubiger sehr viel stärker auszuweiten und versuchen gleichzeitig das Engagement der Eigentümer durch höhere Eigenkapitalquoten und der Gläubiger auch durch schärfere Vorschriften für Hybridkapital, mit dem sich Banken überwiegend finanzieren, über Eigenkapital hinaus sehr stark zu erweitern und damit die Rentabilität, also sozusagen das leichte Geldverdienen für Banken sehr stark zu erschweren. Das heißt, man versucht aus den Erfahrungen der Finanzkrise insoweit zu lernen, als man einfach die Verpflichtungen, die jeder mit einem Investment in Bankeigentum oder in Darlehen an Banken eingeht, indem er die ausweitet. Das ist der Versuch, sozusagen ex post für die nächste Krise vorzubauen. Eine weitere Regel, die versucht wird einzuführen, ist, dass die Banken heute schon in Fonds bezahlen, die hinreichend Kapital aufbauen, das reichen soll, um sozusagen die nächste Bankenrettung durch die Banken finanzieren zu lassen und nicht mehr durch den Steuerzahler. Also hier findet in der Tat ein Lernprozess statt, der auf typische europäische Art natürlich langsam vor sich geht. Jetzt müssen sich erstmal alle 18 Mitgliedstaaten der Eurozone einigen. Aber ich denke, man hat daraus gelernt. Aber es wird immer so sein, und ich glaube, es ist auch gut so, dass der Staat die Möglichkeit und auch die Aufgabe hat, den möglichen Schaden für das Gemeinwohl gegen einen Verstoß gegen die strengen Regeln von Risiko und Verantwortung zu verstoßen. Jetzt Herr Rocholt. Ich würde das gerne noch einmal zusammen zurückbringen, auch in die Diskussion, die wir gerade hatten, weil letztlich ist es auch hier ein klassisches Thema der Zeitkonsistenz. Wenn ich also vor 10 Jahren gesagt habe, ich werde, wenn es zu Problemen im Bankensektor kommt, wenn es auch zu Problemen bei der Finanzierung bestimmter Staaten kommt, werde ich nicht helfen, dann war das deshalb nicht konsistent, weil ich nie mitgedacht habe, was passiert denn eigentlich, wenn ich nicht helfe? Oder zumindest habe ich nicht die Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass für den Augenblick, in dem ich nicht helfe, tatsächlich auch alles ganz normal ohne den Eingriff des Staates abgewickelt werden kann. Ich würde das ganze Thema aber gerne noch mal um einen weiteren Punkt erweitern, der jetzt außerhalb des ursprünglichen Finanzsektors liegt. Das ist das Thema, das in Deutschland gerade vor dem Hintergrund der Rentenversicherung jetzt sehr deutlich diskutiert wird. Dass man in den verschiedenen Rentenreformen vor 10 Jahren klare Vorgaben hatte, klare Annahmen darüber hatte, wie sich Überschüsse im Rentensystem ansammeln, mit der klaren Maßgabe, dass man diese dann nutzt, um in demografisch schwierigeren Zeiten Beiträge weitgehend konstant halten zu können. Hier ist jetzt das Problem genau wieder der Zeitkonsistenz. Jetzt ist man in der Situation, in der man über hohe Überschüsse verfügt, man sich aber nicht mehr an das gebunden fühlt, was man vor 10 Jahren gesagt hat, nämlich zu versuchen, diese längerfristige Betrachtung einzunehmen, sondern im Gegenteil eher das zu nutzen, um jetzt Geschenke in verschiedener Weise zu verteilen, um dann dem Druck oder den vermeintlichen Attraktionen des Augenblicks zu erliegen, also nicht zu unterlassen. Darf ich dazu eine ganz kurze Bemerkung machen? Das ist vielleicht ein Punkt, wo Coriot mit seiner Beklagung des Grundrechtsschutzes recht hat. Wenn man erkennen würde, dass die Rentenversicherungsbeiträge, jedenfalls soweit sie auf Einzahlungen beruhen, Eigentumsgarantien sind, die nicht der Staat zu verschenken hat, sondern den Versicherten gehören, wäre vielleicht die Neigung, Geschenke aus einer fremden Tasche zu machen, begrenzter. Und wenn man das sozusagen implementieren könnte,
hätte man auch ein Stück weit Boden gut gemacht. Die Frage, ist das nicht so? Ich war immer der Meinung, mein Rentenanspruch sei ein Eigentum, Eigentumsrecht. Im Grundsatz ist er geschützt durch die Eigentumsgarantie, aber weder der Höhe nach noch der Konditionen nach. Also es gibt einen zu großen, möglicherweise zu großen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. Ja gut, ich kann das nochmal auf das Zigarettenbeispiel. Ja. Ja. Herr Konrad, nochmal zur Zeitinkonsistenz, weil wir haben ja jetzt sehr hohe Beispiele. Das ist eigentlich ein Problem, was jeden von uns betrifft. Also das Thema scheint uns in der Tat zu beschäftigen und es scheint sich durch die ganze Diskussion hindurchzuziehen. Und das ist in der Tat etwas, was überall auftritt. Wir brauchen dazu aber nicht die Hochfinanz bemühen im Grunde, sondern wir können auf uns selbst schauen. Ich war mal Raucher. Und was mich wesentlich davon abgehalten hat, aufzuhören für lange Zeit, war der Gedanke, wie ich mich morgen dazu verhalten würde. Mir war eigentlich relativ klar, dass ich morgen wieder rauchen würde, wenn ich heute aufhören würde. Und nun ja, das ist sozusagen zeitkonsistent nach hinten gedacht, dann zurückgedacht. Wenn ich also unter den gegebenen Umständen, dass ich heute nicht geraucht habe, morgen wieder rauchen werde, warum bitte soll ich dann eigentlich heute aufhören zu rauchen? Das ist, sagen, also das ist wirklich ein Phänomen, das damit zusammenhängt. Die Welt verändert sich. Die Entscheidungsgrundlagen, unter denen wir Entscheidungen treffen, verändern sich. Sie verändern sich exogen, also durch Dinge, die wir gar nicht mit beeinflussen. Und sie verändern sich aber auch durch Dinge, die wir selbst beeinflussen. Aber das, was uns als Entscheidung für uns selbst morgen, also aus der Perspektive von heute, für morgen optimal erscheint, ist nicht notwendigerweise das, was wir morgen entscheiden werden, wenn wir in dieser Situation sind. Also als ich aufhören wollte zu rauchen, wusste ich, es wäre toll, wenn ich mich darauf binden könnte, morgen auch nicht zu rauchen. Dann hätte ich heute aufhören können. Da ich aber wusste, dass ich morgen eine andere Entscheidung treffen werde, hat es überhaupt keinen Sinn gehabt. Dass ich dann trotzdem aufgehört habe, hat einen anderen Grund. Und das ist schon 10 Jahre her oder 12. Aber ich sage Ihnen jetzt auch noch, was mich daran hindert, heute wieder anzufangen. Es ist der Gedanke, dass die Uhr, die jetzt 12 Jahre getickt hat, dass ich nicht mehr geraucht habe, dass die an dem Tag, an dem ich meine Zigarette anzünde, wieder auf Null springt. Und dann habe ich diesen ganzen Salat wieder vor mir. Und das hilft mir, das ist auch eine Form von Zeitkonsistenz, die hilft mir, dieses Dilemma zu überwinden. Das ist sehr interessant. Und zwar, man braucht Strategien, um sich zur Zeitkonsistenz zu erziehen. Ja. Auch in der Psychologie. Das gibt es, das berühmte Marshmallow-Beispiel. Kinder werden in einen Raum gesetzt mit einem Marshmallow. Und man sagt ihnen, also in 3 Minuten bin ich wieder da, wenn du wartest mit deinem Marshmallow, kriegst du ein zweites Marshmallow. Hast du also 2. Du musst nur ein bisschen warten, bis ich wiederkomme. Und dann beobachtet man die Kinder, was sie machen, während sie allein sind. Die meisten essen sofort. Und die, die es schaffen, die machen ganz bewusst, die versuchen Hide and Seek, versteckt zu spielen unterm Schreibtisch, halten sich die Augen zu. Also versuchen sich strategische Brücken zu bauen, um diese Zeit zu überbrücken, bis derjenige wiederkommt. Und es ist erwiesen, dass Kinder, die es aushalten, aufs Zweite zu warten, auch später im Leben wesentlich erfolgreicher werden. Weil die Geduld, die Ausdauer einfach dazugehört. Um zu erreichen längerfristig ein Ziel, muss man kurzfristig unterlassen. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist Zeit, weitere Fragen und Gespräche leider zu unterlassen, bewusst, um jetzt Raum zu geben und etwas zu trinken und etwas zu essen. Ich möchte meinem Panel danken. Ich möchte Ihnen allen danken. Wir haben es genossen. Ich hoffe, Sie haben es genossen. Und bis bald. Thank you.